Wir kritisieren als Freie Demokraten diese Ad-hoc-Ankündigung des Bundesinnenministers, die ja offenbar noch nicht mal in seiner eigenen Partei Konsens sind, wo er noch nicht mal die Zustimmung sichergestellt hat. Denn das stärkt nicht die Glaubwürdigkeit übrigens auch der Bundesrepublik in schwierigen Verhandlungen über die notwendige europäische Lösung. Eine solche Quote muss unbedingt eingebettet sein in ein gemeinsames europäisches Konzept, denn es muss ja darum gehen, Menschenleben zu retten, ohne zugleich ein zynisches Schlepperwesen zu unterstützen. Und deshalb brauchen wir ein Gesamtkonzept, das auch eine ganz entschlossene Bekämpfung von Schlepperkriminalität und eine wirksame Reduzierung von Pull-Faktoren beinhaltet. Denn wir werden ja umso besser auch andere europäische Partner von einem verlässlichen Verteilmechanismus überzeugen können, wenn wir auch sicherstellen, dass es sich auf Menschen bezieht, ein solcher Verteilmechanismus, die tatsächlich auch nach europäischem Recht Flüchtlinge sind, asylberechtigt sind, entweder im Sinne des Asylrechts oder der Genfer Flüchtlingskonvention. Und hier muss Verlässlichkeit hergestellt werden. Wir brauchen in Europa endlich den stärkeren Ausbau von Frontex und auch die Aufwertung von Frontex zu einer echten eigenen europäischen Grenzschutzbehörde mit eigenen Befugnissen. Und wir brauchen zuverlässige Prüfungen, am besten zum Beispiel in Bezug auf die Mittelmeerroute bereits in Nordafrika in Zusammenarbeit mit dem UNHCR. Jedenfalls muss zügig Rechtssicherheit hergestellt werden, was im Moment ja in Griechenland leider auch nicht gelingt. Die Prüfung, wer hat einen Anspruch auf Schutz in Europa und wer nicht. Je besser, je verlässlicher wir die sicherstellen können, desto eher werden wir auch andere europäische Mitgliedstaaten bewegen können, auch verlässliche Quoten aufzunehmen von Menschen, die wirklich schutzberechtigt sind nach humanitärem Recht. Insofern kritisieren wir solche kurzfristigen Ad-hoc-Zusagen, die sich ja auch auf einen Personenkreis beziehen, von dem nachweislich der größere Teil gar nicht schutzberechtigt ist. Das gilt jedenfalls gerade für die Menschen, die über die Mittelmeerroute kommen derzeit. Wir sind hier für verlässlichere Lösungen. Und zu dem Rückgang der Asylantrittszahlen in der letzten Zeit ist eben auch zu sagen, dass die gerade nicht Ergebnis sind und Verdienst vom Handeln der Bundesregierung. Sie sind nicht Ergebnis von klugen Weichenstellungen in der Migrationspolitik und wiedergewonnener Kontrolle, sondern des Handelns Dritter. Und wie gefährlich und nicht zuverlässig das ist, sich darauf zu verlassen, dass andere, zum Beispiel die Türkei und Präsident Erdogan, ihr Wort halten oder dass andere bei der Balkanroute handeln, das zeigen gerade die Entwicklung im Moment in der Türkei und Griechenland. Und genau deshalb brauchen wir jetzt verlässliche Lösungen, eingebettet in ein Gesamtkonzept.